Ja. Ha. Ja. Moin. Willkommen zurück zu Clash Royale. Wir haben uns beim letzten Mal einigen live kommentierten Kämpfen hingegeben. Das war, glaube ich, eins relativ nice Sache dieser Party ist, ja, wie man es schon hier und da ein bisschen raushören kann, nachkommentiert, ja. Hatet mich, los, hasst mich. Hasst mich dafür. Hasst mich auch dafür, dass ich nicht alle Silbertruhen geöffnet habe. Entschuldigung, ich war ein wenig müde und habe, ja, natürlich nicht den Blick aufs Tablet gewagt, um die letzte Silbertruhe aufzumachen. Deswegen wird sie gerade geöffnet und hat noch ein paar Stunden vor sich. Nichtsdestotrotz. Ja, nichtsdestotrotz seht ihr, dass der Knall verbesserungswürdig ist. Den können wir heute auf Level 10 verbessern und ich sage euch, das machen wir auch. Ja, der Knall ist jetzt stark genug, um auch Level 9 Kobolde ins Wanken zu bringen, um sie One zu hitten. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben jetzt einen Flächenschaden von 174 und einen Kronenschaden von 70. Ja, vorher war es, glaube ich, mit einem Kronenschaden von 64 und so. Und jetzt ist der Knall stark genug, um auch Level 9 Kobolde, die hier in Arena 9 sehr oft vorkommen, One zu hitten. Die gerade durch den Koboldfass kommen, wie wir sehen können. 169 Trefferpunkte haben die. Der Knall hat 174. Das reicht gerade so aus, um die Kobolde zu klatschen. Die Clan-Truhe ist noch nicht ganz voll, aber Spoiler, wir haben sie gefüllt. Im nächsten Part werden wir die auf jeden Fall aufmachen. Ja, warum sage ich das denn so selbstsicher, wie ich nun mal bin, Kai, du alte Sau? Es liegt daran, und jetzt ist ganz wichtig zuzuhören, es liegt ganz einfach, ja, daran, dass, naja, ich diesen Part hier zwar live kommentiere und so, klar, ja, dieser Part wird gerade hier nachkommentiert, besser gesagt, aber das Ganze, muss man ganz klar sagen, passiert, nachdem ich den nächsten Part aufgenommen habe. Das klingt ein bisschen komisch, ich weiß. Anders gesagt, ich nehme diesen Part hier quasi nach dem nächsten auf. Das macht keinen Sinn, weil der Part hier vor dem nächsten kommt. Aber so ist auf jeden Fall die Sachlage und ihr wisst Bescheid. Wir sehen heute auch ein paar Kämpfe, die, wo muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht meine, meine, ich will nicht sagen Kragenweite waren, aber das waren Kämpfe, die jetzt nicht so geil waren, ne? Ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert. Das waren schon so ein paar dumme Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass ich das hier ganz klar verliere. Auch dieser Kampf zum Beispiel. Relativ dumme Kämpfe, muss ich sagen. Hätte überhaupt nicht sein müssen. Ich habe so krass verloren. Das nicht mal bei einem schwierigen Gegner nur. Wenn man dann den Schweinereiter und die Prinzessin und so eine Kack-Kombination hat, dann regt das schon irgendwie mal ein bisschen auf. Und ja, ich habe mich auch hier und da in diesem Kampf ein bisschen ausgelassen. Wieder am Tablet, muss man das ganz klar zu sagen, weil es ist einfach nur ein verdammter Abfuck, was hier wieder passiert ist. Es ist ein verdammter Abfuck. Ich stehe jetzt gerade da wie der größte Vollidiot, der nicht kämpfen kann. Aber irgendwas hat mich an dieser Aufnahme ein bisschen gestört oder in dieser Aufnahme gestört, dass ich es nicht geschafft habe, diese Gegner zu besiegen. Dementsprechend bin ich auch das ein oder andere Mal abgestiegen heute. Also in den Trophäen, nicht in der Liga, aber trotzdem, ihr wisst Bescheid, ne? Na, also in den nächsten Kämpfe, da kann man echt sagen, Redons Kai, das kannst du echt besser, ne? Auch wie du gerade da die Walküren gelegt hast. Hätte nicht unbedingt sein müssen und auch hier mit dem Schweinereiter und so. Also, richtig Abfuck. Also das regt halt auf, weißt du, Schweinereiter, kannst du einfach legen und ist der Tower fast kaputt und total unverdient so. Das kann nicht sein. Ne? Wenn du das Ganze halt wegverteidigst, gut, der Funky war vielleicht ein bisschen überflüssig, aber trotzdem, es kann doch nicht sein. Kann man nur froh sein, dass der Funky getroffen hat. Sonst hätte das nicht so geil ausgesehen. Ja. Ich brauche endlich mal den Eismagier Level 2, sonst kann ich bei diesen Level 9 Skeletten einpacken. Ich weiß doch überhaupt nicht, ob ich irgendwie bei den Level 10 Skeletten als Level 1 Magier 2 Hits brauche oder ob es sogar schon 3 Hits sind. Da habe ich auch überhaupt keine Ahnung, aber naja, da kommt er wieder mit dem Schweinereiter an.
Und ich ja total dumm den Riesen gelegt. Notlösung, keine Ahnung, was das gewesen ist. Ich hätte den eigentlich in die Mitte ziehen müssen. Das wäre das Schlauste gewesen. Ich habe es bis heute nicht gemacht. Ich habe auch diesen Tipp ganz oft bekommen, dass ich die Truppen, die kommen, in die Mitte legen muss und nicht irgendwie zurückziehe. Zurückziehen ist zwar gut, aber in der Mitte kann dieser Gegner von zwei Seiten angegriffen werden, nicht von einer Seite. Und das wäre besser und schneller. Und ihr seht auch, dieser Kampf geht relativ schnell vorbei und total dumm. Und das holt der. Also, ich habe keine Ahnung. Es waren halt ein paar Abfuck-Decks, die haben mich abgefuckt. Und ich bin auch da in der Aufnahme so ein bisschen ausgerastet. Ich habe auch das ein oder andere Mal auch, ne, wie ihr sehen könnt, die Verbindung abgetrennt, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich habe die Verbindung zwischen dem Tablet und der Capture Card abgetrennt und es hat mich abgefuckt. So, es waren Abfuckkämpfe und so und entschuldige ich mich für, aber naja, bei solchen Leuten, die einfach nur, ja, weiß nicht, ich habe mich ablenken lassen von den Leuten und auch wieder der nächste Schweinereiter. Der nächste Schweinereiter, muss man ganz klar sagen. Kann ich froh sein, dass meine Valkyrie nicht getroffen wurde, dass meine Valkyrie noch lebt. Da habe ich jetzt gerade überlegt, was machst du jetzt? Sollst du verteidige das einfach erstmal so. Brauchst du nichts legen. Du verschwendest wieder dein gutes Elixier, dein Hab und Gut verschwendest du gerade wieder. Um dann wahrscheinlich diese Elite-Barbaren, naja, ne? Um von denen geklatscht zu werden. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da vielleicht der Grabstein besser gewesen wäre, statt jetzt einem fast kaputten Riesen. Jetzt anders lösen können, ich weiß. Ich weiß. Das war jetzt nicht so geil. Ich hätte erstmal den Grabstein legen können, dann den Riesen. Und dann den Funky dahinter, da hätten wir die Kanone kaputt machen können, alles kaputt machen können. Aber so ist es. Und jetzt kommt halt meine Kombination. Erstmal Valkyrie. Da ein Scharfrichter dahinter. Und dann sieht das ja auch eigentlich ganz gut aus. Dann habe ich abgewartet und ich sehe, hey, er macht nichts mehr. Außer jetzt vielleicht ein Kampfholz, was übertrieben billig ist, aber okay. Und da hat er wirklich den letzten Hit verhindert, weil es hätte nicht mal eine Sekunde gefehlt und ich hätte ihn geklatscht. Auch hier eigentlich eine ganz gute Sache, nur viel zu teuer. 6 Elixier, um einen Schweinereiter auszuhebeln, aber ich kann es halt nicht anders regeln. Ja? Ich kann dabei nie günstiger wegkommen. Er macht sonst immer Schaden. So, wenn ich nur den Grabstein lege, kommt er an den Tower ran, weil er meistens auf Level 7 ist. Lege ich aber Eismagier und Grabstein, habe ich eine Chance. Eine reelle Chance, weil, naja, ihr wisst, ne? Ihr könnt es euch ja vorstellen. Dann kann man ihn klatschen. Hier ganz rechts kann man sehen, da habe ich ihn, da habe ich ein bisschen aufgepasst. Obwohl ich, ja, ne, ich glaube, ich habe jetzt nur gerade durch einen Angriff habe ich meinen gesamten Tower verloren. Die Hälfte meines Towers. Funky ist leider weg. Da hat er ganz dumm versucht, irgendwie, keine Ahnung, was er da versucht hat. Mit der Rakete und gerade bei zwei Truppen, die nicht so viel Damage dealen, so ein Scharfrichter und ein Eismagier direkt eine Rakete rauszuhauen. Das war schon dumm und deswegen habe ich das verdient gewonnen. Muss man ganz klar sagen, Lefroleins. Sehr wohl. Nächster Angriff. Da weiß ich auch überhaupt nicht mehr, wie das abgelaufen ist. Deswegen versuche ich mal, wie der ein oder andere Mobile-Game-YouTuber das Ganze live zu kommentieren. So, jetzt legen wir erstmal, mal gucken. Erstmal die Valkyren hinten legen. Und ihr könnt mal bitte mal raus, ob das irgendwie authentisch klingt. So, da kommen jetzt die Elite-Barbaren. Ich lege erstmal den Grabstein. Der macht jetzt den Magier. Meine Güte. Okay, gucken wir, dass der Scharfrichter ein bisschen was regeln kann. Ich meine, wir sehen auch, dass die Elite-Barbaren relativ gut Schaden bekommen haben. Leider ist jetzt auch mein Scharfrichter tut. Das heißt auch, dass der Magier leider ein bisschen Schaden macht, aber das wär's auch. Okay. Was machen wir jetzt? Ein Tornado vielleicht? Ne, wisst ihr was? Wir machen einen Riesen. Gehen mit dem Knall auf die Kobolde drauf. Da habe ich auch wieder viel zu dumm gewartet. Richtig dumm.
Naja, komm, egal, passt schon. Eismagier, es ist leider auch wieder verkackt, weil die Level 9 Skelette, und das war auch sehr dumm eigentlich wieder. Level 9 Skelette sind dann einfach richtig krass. Also wenn du einmal so ein Skelettarmee Level 4 hast, hast du einfach gewonnen. Was war das denn für ein Knall? Der war ja richtig dumm. Aha! Nun denn! Selber schuld, Brudine! Okay. Ich denke, jetzt habe ich genug Karten auf der Hand, um da richtig vorzugehen. Erstmal der Riese. Hallo? Hallo? Ich wollte gerade sagen. Was backt das Spiel wieder rum? Okay, dann, ja, jetzt machen wir auf jeden Fall den Funky, wo ich das gerade sehe. Und, dann gleich, sofern der Riese am Fluss ankommt, vielleicht sogar den Scharfrichter, ja. Gerade wenn ich sogar schon so sehe, dass er da noch den Magier zieht und richtig nervig auf jeden Fall. Och, kacke. Natürlich wird der Magier da nicht angegriffen. Natürlich. Natürlich. Es ist immer das Gleiche. Natürlich trifft der Funky da auch nicht. Also es ist immer richtig cool. Wenn der Gegner dann den Funky hätte und ich würde mal den Iltibaba anlegen, dann hätte er bestimmt getroffen. Aber auch hier sieht man, da komme ich beim besten Willen nicht dran. Das wird beim besten Willen kein Sieg. Das wird und das macht er doch den Schweinereiter. Und da kann man schon sagen, das ist verkackt. Das ist verkackt. Einfach nur wegen dem Schweinereiter. Das ist so nervig einfach. Jedes Mal aufs Neue ist das nervig. Mann. Hätte der Kampf noch ein paar Sekunden länger sein können, hätte ich das geschafft. So, klang das ganz gut, als wäre es live kommentiert. Klang das so? Ich muss selber sagen, ja, es hatte schon den Anschein. Aber jetzt mal ehrlich, ja. Wenn man am Ende dann mit dem Schweinereiter kommt, dann regt das einfach nur auf. Er hatte den ganzen Kampf lang zurückgehalten. Quasi so als Überraschung. Und er kommt damit noch durch. Er kommt damit einfach noch durch. Naja, hier habe ich auf jeden Fall so ein bisschen abgewartet, bis der Riese an den Fluss kommt, um zu gucken, was er vielleicht sonst noch so legt. Boli, die geile Sau. Sehr wohl. Und er war anscheinend ziemlich im Fetisch darin, ja, die Skelette zu legen, ne? Na dann. Na dann ist ja gut. Auch da wieder schade um einen Funky. Er hat zwar die Musketiere auch weggepumpt, das ist ganz gut. Leider, wie man sehen kann, ne? Und da hat er, glaube ich, die Feuergeister gelegt, aber total dumm weggelegt. Das war total dumm. Und da habe ich mir gedacht, also wenn du das jetzt verlierst gegen den, ich meine, da hat er sonst hier nichts auf die Reihe bekommen mit seinem Angriff, ne? Gar nichts. Ich habe es alles wegverteidigt. Der hat eigentlich keine Chance. Lassen ihn wieder rankommen. Ich denke auch, da kommt Scharfrichter dahinter. Grabstein auch legen, extra für den Riesen, ist ja ganz klar. Und Tornado so ein bisschen um wegzuziehen, ne? Ist ja ganz klar. Muss man ganz klar so sagen. Meine lieben Fräuleins. Ja, ja. Auch extra, damit der Riese natürlich auch ein bisschen mehr an den Tower kommt. Na, wie man sehen kann, hat das gewirkt. Es war ganz gut. Riese kommt nicht einmal an den. Ist nicht mal an den Grabsteinkammer ran. Das ist auch relativ geil. Doch, da die Skelette. Was sollte das werden? Was sollte das werden? Also, was war das? Kann mir auch keiner erklären. Wie ich ihn selbst mit den ganz normalen Skeletten und mit dem Turm eins überziehe. Also, keiner seiner Riesen hatte bisher eine Chance gegen meine Taktik gehabt. Sollte man sich vielleicht mal ein bisschen zu Herzen nehmen. Und auch da mit den Skeletten. Okay, hat er vielleicht ein bisschen auf Zeit gespielt und ein bisschen abgelenkt. Dennoch. Dachte mir, nee, komm, den Knall nutzt er jetzt nicht. Du kommst auch so an den Tower ran. Ne?
jetzt wie die letzte Pussy zu spielen, das brauchst du nicht. Lass ihn rankommen. Lass ihn rankommen. Auch wenn das mit dem Grabstein relativ dumm war, aber... Naja, was willst du machen? Lass ihn einfach mal machen. So, wir kommen sowieso dran. Der Riese kommt sowieso, er kam bisher immer dran an den Tower. Deswegen... Zack. Gut, das mit dem Knall, das war jetzt vielleicht ein bisschen, ne? Kann man sich darüber streiten, ob das politisch korrekt war. Aber wisst ihr was? Juckt nicht. Ihr habt gewonnen. Also bei. Ja, also bei.